CSU-Fraktion das Wort. Ich wollte Sie jetzt nicht überraschen. Das war ein bisschen überraschend heute. Es geht gleich los. Quoten, Mann. So groß bin ich dann doch nicht, danke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Die Hebammen und Entbindungspfleger in Deutschland leisten mit ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit einen immensen gesellschaftlichen Beitrag. Ihre Zuwendung und ihre Leistungen in der Vorsorge und in der Wochenbettbetreuung sind für schwangere und junge Eltern von besonderer Bedeutung. Das Betreuungsangebot der Hebammen trägt also in erheblichem Maße zu einem positiven Verlauf der Schwangerschaft bei. Das kann ich als zweifacher Vater nur betonen und darf mich auch heute noch mal ausdrücklich bei den Hebammen dafür bedanken. Wegen der zwei Kinder jetzt, ne? Okay. Die Sätze habe ich ungefähr vor 2 Jahren an genau dieser Stelle zur Situation der Hebammen auch gesagt und damit die Position der CDU/CSU deutlich gemacht. Sowohl an dem Inhalt meiner damaligen Ausführungen als auch an der Position meiner Partei und der Koalition hat sich seither nichts verändert. Wir setzen uns für eine Verbesserung der Situation der Hebammen und Entbindungspfleger in Deutschland ein. Was sich allerdings in den letzten 2 Jahren verändert hat, sind die Rahmenbedingungen. Und das wissen Sie auch, Frau Kollegin. Für die Geburtshilfe in Deutschland, und zwar zum Positiven. Das wurde mir mehrmals auch in Gesprächen mit Hebammen gespiegelt. Sicherlich nicht alle, das wissen wir auch. Aber dafür gibt es ja Gründe, auch das wissen wir. Dafür danke ich dem Minister, nicht anwesend, aber dem Haus und der Koalition. Welche Probleme sind denn heute anders als vor 2 Jahren? Durch die getroffenen Regelungen haben wir reagiert. Wir haben notwendige Schritte eingeleitet, um die Situation der Geburtshilfe in Deutschland zu verbessern. Wir alle waren und sind uns darüber einig, dass die Situation angegangen werden musste. Da gab es auch gar keine Diskussion zu. Ich stelle deshalb an dieser Stelle gerne noch mal fest, welche Maßnahmen wir für die Geburtshilfe festgelegt haben, schon während der schwarz-gelben Koalition eingeleitet und jetzt mit der aktuellen Koalition weiter ausgebaut haben. Bereits 2012 haben wir im GKV, VSG geregelt, dass die gesetzlichen Krankenkassen die steigenden Prämien bei den Vergütungsverhandlungen berücksichtigen müssen. Dies hat zu der ersten Vergütungserhöhung geführt, spürbar. Damit die Prämiensteigerungen noch schneller ausgeglichen werden konnten, müssen jetzt die Krankenkassen seit dem 1. Juli 2014 weiteres Geld bereitstellen. Mit dem Sicherstellungszuschlag haben wir erreicht, dass Hebammen mit auch nur wenigen Geburten, nämlich eine pro Quartal, also 4 Geburten im Jahr, ebenfalls nicht finanziell überlastet werden. Das ist ein wichtiger Aspekt. Je nach Höhe der Prämie trägt die GKV somit aktuell Kosten von 4.000 bis über 6.500 Euro pro Hebamme. Als Voraussetzung für diese Zahlung wurden Qualitätsanforderungen definiert für Hausgeburten. Ich betone ganz bewusst für Hausgeburten. Analog zu den Geburtshäusern, in einem Schiedsverfahren wurden diese Qualitätskriterien festgelegt, meine Damen und Herren, und das ist wichtig. Die Qualitätsanforderung für Geburtshäuser haben wir übrigens bereits 2008 definiert. Also ein längst überfälliger Schritt. Für uns ist dies ein besonders wichtiger Aspekt, denn die Qualität der Versorgung hat im Gesundheitswesen höchste Priorität. Und diese müssen wir logischerweise in allen Bereichen einfordern. Qualität heißt Definition, transparente Kriterien, womit wir Sicherheit gewährleisten können. Sicherheit und auch Vertrauen der Patientinnen und Patienten in unsere Politik. Sicherheit in einer Phase, wo so viel entschieden wird. Es geht um das Kind, es geht um die Gesellschaft, es geht um die Eltern. Und das sind nicht Fragen, die wir einfach so beantworten sollten, sondern sollten wir schon Merkmale definieren, was wollen wir eigentlich. Bei aller Diskussion, meine Damen und Herren, ich denke, dass werdende Väter und Mütter ein Recht darauf haben, zu wissen, was während dieser wichtigen Phase passiert. Wie ist etwas geregelt? Wann kann und sollte etwas sein? Und was darf nicht sein? Das dürfen wir bei der ganzen Diskussion nicht aus dem Auge verlieren. Mit dem Sicherstellungszuschlag können wir also jetzt die Hebammen dauerhaft entlasten und somit auch eine flächendeckende Versorgung anregen.
Natürlich wollen wir auch den Anstieg der Haftpflichtprämien begrenzen. Mit dem Regressverzicht der Krankenkassen und Pflegekassen haben wir auch diesen Prozess eingeleitet. Jetzt müssen wir abwarten, wie sich dieser Prozess langfristig auf den Anstieg der Prämien auswirkt. Hier kann ich nur sagen, Politik ist auch hier ein lernender Prozess. Wir werden es beobachten und werden reagieren. Gleichzeitig stellen wir aber sicher, dass Familien nach Behandlungsfehlern nach wie vor eine angemessene Hilfe, eine gute Unterstützung und Betreuung erhalten. Keiner wird allein gelassen, und das ist das oberste Kriterium. Die Große Koalition hat gezeigt, dass sie die Situation der Hebammen in Deutschland ernst nimmt, die Sache anpackt, wichtige Anpassungen zu Wege bringt und in der Koalition schafft, Maßnahmen zu ergreifen, die sich positiv auswirken, Vertrauen schaffen. Deshalb lehnen wir heute die Anträge der Linken und der Grünen ab. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächste Rednerin hat Cornelia Möhring von der Fraktion Die Linke das Wort.